Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Lost Ark. Wundert euch nicht über die Mütze, ich komme gerade frisch von der Arbeit, habe mich direkt an den Rechner gesetzt. Ich habe Probleme, ich weiß das schon. Ich möchte im heutigen Video mit euch kurz die letzte Woche durchgehen. Heute ist Donnerstag, der Weekly Reset in Lost Ark. Und ich wollte euch so sagen, was sich in der Zeit so verändert hat, was ich alles noch an Content jetzt erleben konnte. Und möchte ein bisschen drüber sprechen. Und so weiter und so fort. Also all diese Themen. Wenn ihr Lust habt, mal live dabei zu sein, gerne in die Beschreibung gucken. twitch.tv/meinewenigkeit ist unfassbar geil. Und falls ihr selber noch eine Gilde sucht, die das alles nicht ganz so ernst nimmt, noch. Ich sag euch, das wird noch schlimm mit uns. Joint uns gerne. Die Kinderriegelbande. Herrlicher Name, ich weiß. Tipptopp. Wir sind auf dem Server Sirius. Ich weiß nicht, ob das Server übergreifend man gildenmäßig da arbeiten kann, aber Server Sirius. Unsere Gilde, schickt mir gerne eine Anfrage. Ich freue mich auf euch. Wir können jede Hilfe gebrauchen oder ihr unsere, je nachdem. Wir nehmen gerne eure Hilfe entgegen. Ja, ich hoffe, ihr nehmt auch unsere Hilfe gerne entgegen. Wir machen das schon. Ich brauche ein bisschen Licht, glaube ich. Also, bevor wir jetzt in die Content Review starten. Ich weiß, ich sollte oder könnte in der Zeit eigentlich noch einen Dungeon laufen, aber ich wüsste nicht welchen. Doch, ich wüsste welchen. Alles klar. Kurz zu unserer Gilde nochmal. Wir haben unsere erste wöchentliche Gildenaufgabe abgeschlossen. Das freut mich super, super doll. Hat auch nur ein bisschen gedauert. Einfach, weil wir noch nicht weit genug waren. Ich hatte die Gilde ja sofort am ersten Tag quasi erstellt. Eigentlich nur spaßeshalber, aber mittlerweile arbeiten wir da richtig gut zusammen. Ja, erste Gildenaufgabe abgeschlossen. Würfel Dungeon hast du nicht gesehen. Deswegen gehen hier auf jeden Fall ein fettes Dank raus an Alicent, der gleich mitunter als allererstes da Punkte rein investiert hat. Grüße gehen auch ebenfalls raus an Maybelline, Benjamin und Ragdot, der alte super Lustmolch. Da haben wir auf jeden Fall richtig reingezimmert. Ja, ich will die Truhen haben. Deswegen gehen wir da ganz kurz rein und haben Spaß. Ja, dementsprechend ist unser Geld endlich Stufe 2. Wir können Forschungen machen, wir können jetzt mehr Sachen beim Blutstein-Shop kaufen und so weiter und so fort. Ihr kennt den ganzen Bumpf. Ich muss kurz das andere Bild auswählen. Wobei, ich bräuchte auch eigentlich mein eigenes neues Rüstungsbild. Ja, ich brauche definitiv ein anderes Bild. Er legt es komplett ab. Er ist so ein Mongo, Alter, ey, wirklich. Kannst du dir nicht ausdenken. Wurst, egal. Echt jetzt, wirklich? Ach komm, ist mir auch scheißegal. Rüstungslevel 450 mittlerweile. Alles in legendär. Ach, ey, legendär sag ich schon. Alle epische Ausrüstungen auch. Somit ein Set-Bonus. Der Saphirischwur. Mega nice. Das ist jetzt blöd mit dem. Das hätte ich nicht machen sollen. Egal, habe ich es verkackt. Scheiß drauf. Ich habe kurz dran reingeschmissen. Was soll's. Was noch? Ja, ich habe hier diesen netten Turm für mich entdeckt, so gesehen. Hier kann man ein bisschen durchgehen, hier kann man ein bisschen Leute platt machen, hier kann man ein bisschen Loot rausholen. Ist eigentlich alles super easy. Sollte jetzt kein großes Problem sein. Aber ja, ich habe das lange schleifen lassen, dementsprechend. Und da sind meine AP. Dementsprechend hier ganz gerne mal durchgehen für die Gravuren. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, die Würfel-Dungeons gemacht. Die sind am Anfang super easy, werden aber im Laufe des Fortschreitens im Würfel selber extrem knackig. Also damit ist echt nicht zu spaßen. Da haben wir doch gestern echt gestruggelt, da noch irgendwie Leben rauszukommen. Also ich habe gestruggelt, die anderen waren ja alle tot. War aber super, super geil. Gibt auch super viel Loot raus. Gerade Loot, den du im Verlauf des Spiels brauchst, weil wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo es echt schwierig wird, die Ausrüstung abzugraden, da die prozentuale Chance, dass das Upgraden auch klappt, immer geringer wird. Ich glaube, ich müsste jetzt immer noch bei 70 sein. Könnte allerdings auch schon mittlerweile weniger sein. Dementsprechend heilige Scheiße, Alter. Heilige Scheiße. Ah, der ist aber, der Turm ist aber noch ziemlich easy. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Da geht's so durch. Aber halt einfach mal was gezeigt zu haben. Wo haben wir noch drin? Ja, Wächter-Raids, klare Geschichte. Da könnte ich auch mal ein Video eigens zu machen. Ein Boss platt machen.
so Monster Hunter mäßig. Also ihr seht die Lebensanzeige nicht von ihm. Weiß, ihr wisst nicht, wann ihr ihn platt habt. Ist ziemlich cool. Da sind wir mittlerweile schon bei der Schildkröte. Fragt mich jetzt nicht nach ihrem Namen. Ich habe keine Ahnung. Die haben wir dann, glaube ich, gestern noch platt gewalzt. Und ja, auch da natürlich immer saftigen Loot. Loot allgemein. Ich liebe Loot. Wer liebt kein Loot? Richtig. Niemand liebt kein Loot. Was auch wirklich beeindruckend ist, sind die Abgrund-Dungeons. Die sind wirklich heavy. Da gehen wir dann auch wirklich in einen Bereich rein, den ich auch so als Raid kenne. Also da durchzukommen ist... die ersten sind noch super harmlos. Aber alles danach wird unfassbar heftig. Allein schon der Tier 2. Der erste ist schon nicht ohne. Wo wir auch bei Tier 1 beim zweiten ein bisschen gestruggelt hatten. Wobei, das war wegen dem Random. Also wenn du Random Mates hast, vergiss es. Kannst du komplett vergessen. Und ja, demnächst erhöhen sich sogar die Spielerzahlen von 4 auf 8, die du für diesen Raid brauchst. Also es wird immer schlimmer. Ich habe da gar keinen Bock drauf, Alter. Ich habe da null Bock drauf. Doch, eigentlich habe ich da schon ziemlich viel Bock drauf. Das wird sehr, sehr fett. Außerdem wurden jetzt mit einem Patch die Wächter-Raids ein bisschen vereinfacht. Was ich irgendwo schon ziemlich witzig finde. Spiel ist kaum draußen in Europa. Schon heult der Deutsche natürlich wieder rum, dass ihm wieder alles zu schwer ist. Und Oma möge das doch bitte alles einfacher machen. Und oh nö, hast du nicht gesehen. Das ist echt peinlich. Das ist wieder super peinlich gewesen. Nee, mach mal nicht. Mach mal nicht. Mach mal nicht. Apropos super einfach. Super schwer wird das hier gerade schon wieder. Was ist das denn hier? Ein Moment. Alles cool. Erfolg. Natürlich Erfolg. Natürlich, überhaupt kein Problem. Wo bin ich jetzt mittlerweile? Bei Ebene 10. Das müsste eigentlich auch reichen. Ja, halten wir kurz an. Erfolg. Kriegen wir die ganzen Thronen hier. Die ganzen Gravuren, die wir brauchen. Und dementsprechend war es das auch erstmal in dem Turm. Die anderen kann ich natürlich jetzt nicht einfach so machen, um euch die zu zeigen, weil für den Würfel brauche ich den Schlüssel und für die anderen brauche ich Leute. Was wir machen könnten noch, wäre Chaos Dungeons laufen. Allerdings habe ich die zwei Daily noch nicht gemacht und in den ersten zwei Runs im Chaos Dungeon, den ich ja schon mal gezeigt hatte, ich werde ja schon mal durchgelaufen im zweiten Part, bekommst du extra viel Loot und ich brauche den. Allerdings, wenn ich solo unterwegs bin, dann kann ich eine Stufe runtergehen und dann da alleine für mich farmen. Halt mit diesem aktuellen Bild, den ich benutze. Problem beim Paladin ist ja, er ist ja eigentlich ein Supporter. Er ist nicht wirklich für Schaden ausgelegt. Das merke ich auch stark, wenn ich das Supporter-Bild spiele. Also ich mache keinen Schaden. Auf mich brauchst du den nicht verlassen. Es gibt nur eine Fähigkeit, die enorm viel Schaden macht, aber ich kann die halt nicht dauerhaft spammen. Das funktioniert halt nicht. Und Angriffe sowieso komplett Banane bei mir. Bin ich unter 1k Schaden. Brauchst gar nicht versuchen. Dementsprechend, ich brauche, um in höheren Levels bestehen zu können, mittlerweile eine Gruppe. Die habe ich ja in Form meiner Gilde, aber die haben auch nicht immer Zeit. Dementsprechend hatte ich ja gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal rein. Oder ich müsste mir echt nochmal, ich müsste am Wochenende mal links hochziehen. Irgendein Schadenstypi. Da muss ich mal schauen. Ich will mir noch eine Faustkämpferin machen. Die Seelenfaust, die war jetzt nicht so meins. Eventuell komme ich noch eine normale Faustkämpferin. Einfach ein bisschen Nahkampf-Action. Wisst ihr, was ich meine? Todesklinge wollte ich mir noch mal angucken, Zauberer wollte ich mir noch angucken und demnächst soll es auch noch ein Update kommen, wo die nächsten Klassen vorgestellt werden. Es gibt ja noch zwei Unterklassen von der Magierklasse. Es gibt noch eine Lanzenklasse, die mit Lanzen arbeitet. Eine Unterklasse für den Kanonier gibt es noch. Es gibt noch eine weitere Unterklasse für den Krieger. Das ist unfassbar, was da eigentlich auch an Content ist, der in Europa noch gar nicht verfügbar ist. Sondern aktuell nur in Russland und Korea. Da kann man sich jetzt schon Sachen angucken, weil da kommt. Insane. Deswegen halte ich mir noch ein paar Charakterplätze frei. Ja, insane. Es ist Wahnsinn, wie lange dieses Spiel mich immer noch begeistern kann und dass ich immer noch nicht fertig bin. Nicht mal im Ansatz. Wie gesagt, ich bin ja mit dem Charakter noch nicht mal fertig. Ich muss jetzt aktuell Stufe 600 werden, um überhaupt in die nächste Stadt zu können. Wie gesagt, das wird aktuell. Nagig! Also wirklich, knackig! Wollt ihr nicht wissen? Wollt ihr wirklich nicht wissen? Dementsprechend, es ist insane, Alter. Es ist wirklich insane. Ich habe da so viel Spaß dran.
an diesem Scheiß-Game. Das kannst du nicht ausmalen, wirklich. Kannst du dir nicht ausmalen, wie das Game bockt. Sollte ich mir merken, dass ich das habe? Wollte ich ausrüsten? Wollte ich wegpacken? Und ich bin aktuell übrigens in Rohendel durch. Also die Stadt hier Rohendel, eine so wunderschöne Stadt. So ein Feen-Ding. Also wirklich so Feen-Optik, wirklich alles ein bisschen glitzernd, alles ein bisschen pompös. Eine großartige Stadt, eine großartige Karte. Mega geil. Wer ist soweit von mir? Das ist nochmal kurz ein Update-Video zum aktuellen Tenor. Und, weiß gar nicht, hatte ich das erwähnt? Gravuren, bewahrt die auf. Ich konnte jetzt glücklicherweise mit den Gravuren eine Spezialfähigkeit direkt freischalten, wo ich wusste, so, ich brauche die jetzt. Konnte sofort, mega, bewahrt diese Dinger auf. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr wisst, was ihr davon braucht. Ist soweit aber eigentlich alles. Ja, Gilden und so weiter, alles geklärt. Da könnte ich mir auch, ich kann das ja mit euch zusammen schon mal machen. Ich glaube, das ist hier. Da, Blutsteinshop. Da können wir nochmal ganz kurz hingehen. Super wichtig, da kann man sich jede Woche eine Truhe kaufen, wo entweder Silber oder ein Schlüssel für den Würfeldungeon drin ist. Was wir natürlich wollen, ist der Würfeldungeon-Schlüssel. Silber haben wir genug. Wobei, ich habe letztens viel ausgegeben. Alter, ich habe gegambelt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Eine Beherrschungs-Silbertruhe, die könnten wir uns da holen. Das ist ja nett. Das ist ja nett. 2000 Silber, ja, ist eigentlich Banane, ne? Wir brauchen Zugangstickets. Nordwern Zugangsticket. Silber 25.000 oder ein Zugangsticket für einen Würfel. Das ist doch nett, den können wir nicht. Und ja, dafür müsste unser... Sag schnell, für den Zugangsschlüssel, dass wir einen zweiten holen könnten, müsste unsere Gilde Stufe 3 sein. Deswegen bitte joint, wir brauchen euch. Aber für 560 können wir hier schon mal eintauschen, können wir uns eine Truhe holen. Hier können wir uns auch noch, falls Harmoniesteine fehlen sollten, falls hier Dingsfragmente fehlen sollten, können wir uns hier ordentlich welche rausholen. Wie viele das sind, weißt du doch, 20 Stück, 2x 20 Stück. Wir hätten ja nicht genug. Und Silber, wie gesagt, das ist ja Banane. Mittlerer Kampf-EP-Trank. Erhalte 50.000 Kampf-EP. Alles klar, Meister. Alles klar, habe ich verstanden. Ist okay. Oh, Harmoniefragmente. Die könnte man sicher rausholen. Die sind immer sehr, sehr wichtig. Fuck, sind die wichtig, Alter. Gibt's einiges zu holen. Ach, du Heiliger. Wie dem auch sei, wünsche ich mir Glück. Öffnen. Lootbox! Silber. Natürlich Silber. Warum auch nicht? Ich brauchte den Zugangsticket überhaupt nicht. Wozu auch? Nee, passt schon. Das wär's soweit davon. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über eine positive Bewertung freuen. Und nicht vergessen, bei Twitch vorbeischauen. Ich streame das Spiel fast täglich. Am Wochenende sowieso. Da könnt ihr mich gar nicht verpassen. Das geht freitagmittags los und nachts hört irgendwann auf. Oder Samstagmorgen, wie ihr wollt. Tritt gerne unserer Gilde bei und ansonsten würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.